Meine Damen und Herren, machen Sie sich das Vergnügen und kommen Sie mit uns auf eine Reise in das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Wir laden Sie ein zu einer Reise in die Erinnerung. An die erste Liebe, den ersten Kuss und an die gute alte Zeit. Dorthin führt Sie der neueste Film von Kurt Hoffmann, Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte, nennt Kurt Tucholsky seine berühmte Novelle, die heute so modern ist wie gestern und morgen. Es ist etwas Ungeheuerliches, was du zu tun im Begriffe bist. Was denn? Du nimmst ein junges Mädchen, das verhältnismäßig unbescholten ist. Du nimmst es mit auf dein Zimmer. Hast du nichts bemerkt? Was soll ich denn bemerkt haben? Schule, Umgang, Freunde, alles in Ordnung? Ja, Wilhelm. Kein Mann? Von Claire! Aber pass auf, dass keiner reinkommt. Sie können doch so nicht mit einem Mann telefonieren. Was wandelt dich an, Wölfchen? Die Liebe, Claire. Sie wandelt mich im Moment ziemlich stark an. Und Liebe macht erfinderisch. Dein Lateinlehrer? Ja, Vater. Wusstest du gar nicht, dass du schwach in Latein bist? Neuerdings, Vater. Bedeutende Lücken, die geschlossen werden müssen. Wölfchen? Was ist denn? Tja, Fräulein Claire, so wie Sie mit Ihrem Redakteur stehen. Ich meine, ich weiß ja nicht, ich denke mir noch meinen Teil, aber... Also ich wundere mich, dass Sie noch nicht mit ihm in Rheinsberg waren. Rheinsberg. Eine köstliche Geschichte von einem Meister, pikant angerichtet und mit Charme serviert. Ein Doppelzimmer für Sie und die Frau Gemahlin. Ja. Er weiß alles, Wölfchen. Verliebt ist er. Ich habe eine Schwester, die ist mal rein also. Immer wenn sie verliebt ist, dann hüpft sie und tanzt sie. Rein doll ist sie. Alles dreht sich um die Liebe. Ein Film, der alle Sprachen spricht. Deutsch, richtig gesprochen, recht. Was ein Mädchen heute braucht, ist eine gute Figur. Die haben sie und die soll man sehen. Die Ansichten über Moral und Methode gingen zu allen Zeiten sehr auseinander. Mir imponieren Männer nicht, wissen Sie? Sie machen sich stärker, als sie sind. Schaffst du es nicht? In diesem Film wird nicht geschossen, aber viel gelacht. Da stecken wir den größten Schwierigkeiten, national, international. Und meine Herren Redakteure, ja, was hat er denn eigentlich? Eine Art Fieber, Chef. Ein Zittern in den Knien. In diesem Film wird nicht gemordet, aber viel geliebt. Dass Sie mir ja anständig sind zu Fräulein Claire. Nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Volle Konsequenz, volle Hingabe. Alle Ratschläge werden befolgt. Rheinsberg gefällt mir, Wölfchen. Rheinsberg. In diesem Film wird nicht gekillt, aber geküsst. Genießen Sie dieses zauberhafte Spiel. Kurt Tucholsky ist Fachmann für delikate Fragen. Liebst du mich, Wölfchen? Du musst zugeben, dass es eine hübsche Frage ist. Steigen Sie ein, meine Damen und Herren. Sie werden in Rheinsberg bereits erwartet.